DSDSE. Dschungel sucht den super Erziehungsberechtigten. Eine neue Castingshow mit einem ungewöhnlichen Hauptpreis, nämlich Mowgli, dem berühmtesten Waisenjungen des Dschungels. Fünf Kandidaten werden heute Abend live für euch ihre Talente vorführen und eine Jury wird entscheiden, wer oder was am besten für unseren Mowgli ist. Und eben diese Jury könnte nicht prominenter sein. Ihn nennt H&M the coolest monkey in the jungle. Und sie sorgt seit Jahren dafür, dass den internationalen Laufsteg die magersten und zum Teil hässlichsten deutschen Mädels nie ausgehen. Hier sind King Louie und Cruella de Vil alias Heidi Klum. Kandidat versuchte sein Glück bereits im November. Unser Mowgli entschied sich aber leider anders. Und diese Entscheidung lag so schwer an dieser Raubkatze, dass er einen neuen Bekleider gesucht hat, der ihn nie, aber auch wirklich nie verlässt. Es sei denn, er trinkt zu viel davon. Hier ist Bagheera. Was kann ich mir, was das passiert? Wir haben 86 und ich habe das trockene Gesicht eingefangen. Ich sitze hier vor der dummen Funke und dann merke ich immer wieder, wie hübsch du eigentlich bist. Also ich glaube, die haben nur Helium ins Gehirn geblasen, dass du überhaupt aufrecht laufen kannst. Du bist ja hackevoll. Ich glaube, der hat morgen den ordentlichen Kater. Also, hier kann man leider kein Kind anvertrauen. Ist ja eher wie eine Wolke. Wenn du dich verziehst, könnte es vielleicht noch ein schöner Tag werden. Heidi, Cruella? Nein. Zweimal nein. Unsere nächsten beiden Kandidaten wurden letztes Jahr abgelehnt, was aber an ihrem Lebensmotto Hakuna Matata nichts änderte. Sie zogen sich also in ihr gemütliches Strandhaus in Malibu zurück und versuchten, ihr Leben zu genießen. Die beiden Männer stellten aber bald fest, dass ihnen noch ein halber Mann zum Glück fehlt. Ich glaube, jetzt haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber auch ihr sollt eure Chance bekommen.
zeigt mal, was ihr drauf habt. Versprach er der ganzen Welt Besserung unter dem Motto: Ich probier's mal mit Ruhe und Gemütlichkeit. In der Hoffnung, dass er hält, was er verspricht, ist hier für euch Balu der Bär. Junge, keine Ahnung, was dich so dumm macht, aber es funktioniert. Trotzdem, auch du sollst deine zweite Chance bekommen. Cruella? Dieses Überraschungsbier ist für dich. Und wenn du es nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar zweites. Ach, Mann, hat er das ganze Bier ausgetrunken. Ja, hast du anscheinend deine Chance genutzt. Sorry, lieber Balu, aber dein Gesicht sollte lieber auf ein Poster von Empfängnisverhütung. Aber ein Kind kann man da wirklich nicht anvertrauen. Heidi, Cruella. Ich habe heute leider kein Baby für dich. Zweimal nein. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Machst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Kompetentliches, dann nimm es dir egal von welchem Blick. Unser letzter Kandidat hat definitiv die längste Liane im Dschungel. Allerdings kann man über ihn sagen, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, was aber vermutlich damit zu tun hat, dass er von Gorillas aufgezogen wurde.
Aber um hier mal zum Ende zu kommen, dieser Typ sieht unverschämt gut aus. Um Gottes Willen. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich deine Fresse hätte, würde ich lachend in eine Kreissäge laufen. Ja? Also, für mich steht schon fest, Heidi. Also, was der kann, schaue ich mir selber an. Also für mich steht es immer noch fest. Nein. Heidi? Oh yeah. Magic Mike von Hormann. Also ich habe früher gegen Sachen gepinkelt, die waren intelligenter als der Kerl. Aber gut, wenn es nun mal so will. Dennoch, ich sitze wieder allein mit meinem Mugli hier und habe niemanden gefunden, der ihn großziehen möchte. Da hilft nur einer, unser Vaterstaat. Danke, Frau Merkel. Das alles ist Deutschland.